ich leiste freiwillige Arbeit, weil es für mich einfach wichtig ist, dass man der Gesellschaft irgendwie etwas zurückgibt, dass man sich einsetzt, dass Gesellschaften sinnvolle Tätigkeit macht, gerade besonders auch die Jugendlichen. Mir macht es extrem Freude, denen das Vereinsleben, das Vereinsdenken ein bisschen zu vermitteln. Und das ist so ein bisschen der Hauptgrund, wieso ich mich ehrenamtlich engagiere. Der Nutzen für mich im Ehrenamt ist klar, dass ich mich extrem gut vernetzen kann. Ich lerne Leute kennen, die ich wahrscheinlich sonst nie kennenlernen würde. Gerade im STV zum Beispiel ist es halt auch noch speziell. Man lernt Leute aus der ganzen Schweiz kennen, auch über die Sprachregionen darüber aus. Und ich glaube, das hätte ich nicht, wenn ich nicht im Ehrenamt tätig wäre. Ich bin davon überzeugt, dass das Ehrenamt auch auf meinen Beruf einen Einfluss hat. Ja, ich habe dank dem Ehrenamt schon früh gelernt, mit Leuten umzugehen, vor Leuten hinzustehen, auch müssen Sachen organisieren. Und ich glaube, das sind die Sachen, die wir heute, ich bin ein Standortleiter für dort 30 Leute in einem Team, und das bin ich immer wieder froh, dass ich da Erfahrungen machen konnte, auch sechs im Militär, aber besonders eben auch im Ehrenamt, wo man da hilft, die Arbeit korrekt auszuführen. Ja, wenn man Bezug nimmt auf den Namen Ehrenamt, wo es zwei Teile besteht, Ehren und Amt, ist es für mich meistens schon eher, dass ich das darf machen. Es ist ja nicht jedem gegeben, zum Präsident zu werden, zum Beispiel von einem Verein. Und ich erachte das schon als etwas Spezielles und schätze das auch. Es gibt aber sicher auch die Momente, wo es dann ein Amt wird und wo es vielleicht dann auch mal ein bisschen mühsam ist oder wo man es vielleicht dann für einen Moment nicht so gern macht. Aber die positive und das eher, wie es so schön heisst, die überwiegt definitiv.